Schön. Es ist so herrlich. Sorry, aber es ist der vierte Versuch für dieses Video. Beim ersten Versuch hat nach 20 Minuten habe ich festgestellt, dass ich das Mikrofonkabel nicht ins Mikrofon gesteckt habe. Beim zweiten Versuch ist nach 15 Minuten der Kameraakku leer gegangen. Beim dritten Versuch hat die Kamera überhitzt. Und ja, schön, dass du wieder hier bist beim vierten Versuch heute. Thema ist Spiritualität und Sünden. Wie Alkohol, Sex, Drogen, Pornografie und viele weitere Begriffe, die ich auf YouTube eigentlich besser nicht sagen sollte. Was bremst dich ungemein auf deiner spirituellen Entwicklung? Was ist ein No-Go? Was darfst du vielleicht sogar machen? Und wie verhält sich das zum Beispiel im Vergleich zu Religion? Darüber möchte ich hier heute in diesem Video mit dir reden. Und wenn dich das Thema Spiritualität im Allgemeinen interessiert, dann klicke hier unter dem Video auf den Abonnieren-Button und daneben auf die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. So, ich bin schon fast heiser, so viel habe ich jetzt gesprochen für das Video. Nichtsdestotrotz möchte ich starten mit folgender Geschichte. Zuerst einmal sei vielleicht gesagt, wenn man sich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt, dann haben viele Menschen, also jetzt nicht du, aber generell da draußen viele Menschen das Bild im Kopf, man dürfte nur noch wie einen Buddha im Lotussitz auf irgendeinem Stein sitzen, meditieren und ein Leben in völliger Enthaltsamkeit leben. Das ist meiner Meinung nach falsch. Und ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, die ist geschehen vor etwa 5 Jahren in Wuppertal. Da saß ich zusammen an einem Tisch mit einer Journalistin, einem Rabbiner und einer evangelischen Pastorin. Ich muss gerade schmunzeln, weil das klingt wie so ein Anfang von so einem schlechten Witz, wenn ich das erzähle. Ist aber wirklich passiert. Und es war ein sehr schönes Mittagessen, ein sehr spannendes Gespräch. Und was sich mir eingebrannt hat, ist etwas, was die Journalistin an dem Tag zu uns gesagt hat. Denn wir haben tatsächlich über das Thema Sünden und Versuchungen gesprochen. Und sie sagte an der Stelle, übrigens beides, Sünden und Versuchungen werden ja oft synonym benutzt. Und sie sagte an der Stelle, die Vorsilbe fair steht in der deutschen Sprache sehr oft dafür, wenn man etwas verkehrt macht. Wie beispielsweise, man hat sich vermalt oder man hat sich verfahren. Und eventuell verhält es sich genauso mit dem Wort versuchen. Ich persönlich glaube, wir alle befinden uns, manche bewusst, andere nicht bewusst, auf der Suche nach dem wahren Glück. Übrigens, ich werde höchstwahrscheinlich Mitte August einen Vortrag darüber halten, online und kostenlos. Du wirst hier unter dem Video noch mehrere Infos dazu erfahren in den nächsten Wochen. Also bleib gespannt dahingehend, du bist herzlich eingeladen. Aber ich persönlich bin überzeugt davon, dass wir alle auf der Suche sind nach dem wahren Glück. Und dieses wahre Glück ist nicht das schnelle Glück, was wir kurz haben und dann nicht mehr, sondern eine tiefen Zustand der Erfüllung. Und ich glaube, dass viele Menschen weltweit viele Begriffe benutzt haben für diese wahre innere Erfüllung. Manche mögen es Gott nennen, andere Transzendenz, Erleuchtung oder Nirvana, Moksha. Ich habe oft darüber gesprochen. Ich möchte in diesem Video bewusst keine Fachbegriffe benutzen, sondern die breite Masse, sehr möglichst viele Menschen mit dieser Thematik erreichen, weil ich glaube, dass in Deutschland viele Menschen profitieren könnten von dem Thema Spiritualität. Und ich glaube, dass wir alle auf dieser Suche, also ich persönlich kenne keinen, der gerne weniger glücklich wäre oder umgekehrt sich nicht wünschen würde, vielleicht noch erfüllter zu sein oder glücklicher zu sein. Das scheint etwas zu sein, was alle Menschen intrinsisch wollen. Auf dieser Suche nach der inneren Erfüllung werden wir meiner Meinung nach versucht. Und zwar von den Sünden oder den Versuchungen, die uns schnelles, unkompliziertes Glück versprechen. Dazu zählt zum Beispiel Alkohol, Drogen, Pornografie, Nikotin,
aber auch gegebenenfalls ungesunde Ernährung wie Fastfood, süße Getränke und so weiter. Selbstverständlich, falls du dir jetzt die Frage stellen willst, Moment mal, was haben süße Getränke zu tun mit Sünden? Das steht weder in der Bibel noch sonst irgendwo. Das ist richtig, aber aus spiritueller Sicht gibt beides eine Instant Happiness. Und aus biochemischer Sicht schüttet beides Dopamin aus. Der Unterschied ist nicht generell, sondern nur graduell. Selbstverständlich ist das bei Drogen extrem viel mehr, als wenn man jetzt am Abend ein Glas Cola trinkt. Aber vom Prinzip her, aus hormoneller Sicht, aber auch aus spiritueller Sicht, verhält es sich durchaus ähnlich. Deshalb führe ich das hier an der Stelle mit an. So, zusammengefasst an dieser Stelle, wir alle sind auf der Suche nach der inneren Erfüllung. Manche, die sich mit Spiritualität bewusst beschäftigen, oftmals bewusst. Manch anderer, der vielleicht umherirrt, ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber und immer auf der Suche ist nach dem schnellen Kick im Außen, vielleicht nach Macht, nach Erfolg, nach dem nächsten Traumauto, nach mehr Geld, nach Drogen, nach Alkohol oder sonst was, der ist vielleicht sogar auf derselben Suche, aber wurde halt versucht von diesen Dingen. Und wenn wir das Ganze so betrachten, dann ist es natürlich ziemlich einleuchtend, dass manche monotheistische Religion da klare Regeln aufgestellt hat, haben, weil beobachtet wurde, okay, übermäßiges Alkoholkonsum, Sex vor der Ehe wie wild und so weiter, das ist etwas, was dem Menschen langfristig nicht gut tut. Und als Folge davon wurden gegebenenfalls diese strengeren dogmatischen Regeln im religiösen Kontext aufgestellt. Das darfst du, das darfst du nicht. Das ist gut, das ist böse, das ist schwarz, das ist weiß. Und ich will gar kein Religionsbashing betreiben, denn alles hat sein Für und Wider. Und der klare Vorteil bei so einer klaren Trennung ist, es gibt den Menschen Sicherheit und als Folge davon auch Orientierung und Stabilität. Wer genau weiß, was er darf, was er nicht weiß, was er nicht darf, was gut ist, was böse ist und so weiter, der hat oftmals für sich selbst ein höheres Sicherheitsempfinden. Die Kontraseite wiederum ist, dass bei einer Betrachtung, wo es Schwarz und Weiß gibt, wir sehr viel dazwischen, sehr viel Grau dazwischen oftmals nicht berücksichtigen, was aber trotzdem da ist. Da kommt die oftmals etwas weniger dogmatischere, etwas offenere Spiritualität ins Spiel, denn die hat eben genau dieses Schwarz-Weiß-Denken in vielen Bereichen nicht auf dieser Ebene. Und auch das, wie eben angesprochen, hat sein Für und sein Wider. Der klare Nachteil ist, es gibt eben nicht für viele Menschen diese enorme Sicherheit und Stabilität. Es gibt auch nicht, wenn wir irgendwie eine Frage haben, wo wir uns nicht sicher sind, ein Buch, wo man dann guckt, Seite 417, das solltest du nicht tun, dann lasse ich's. Wir können nirgendwo nachschlagen, wir bekommen die Sicherheit nicht von außen, im Gegenteil. Wir sind angewiesen auf Introspektion, auf die Innenschau, darauf auf uns hineinzufühlen, in uns hineinzuhorchen, in die Stille zu gehen, in die Achtsamkeit zu gehen und uns selbst zu erforschen und uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen und uns dann im Idealfall selbst zu erkennen. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Das gibt nicht nur keine Stabilität und Orientierung im Leben, sondern das führt auch nicht selten zur Verwirrung und dazu, dass 10 spirituelle Lehrer gegebenenfalls 10 spirituelle Aussagen treffen, die sich dann 10-fach widersprechen. Der klare Vorteil ist aber, und das muss man auch wieder dazu sagen, dadurch, dass wir keine dualistische Betrachtungsweise haben, gut, böse etc., sehen wir halt oder sind wir imstande, Dinge eventuell etwas differenzierter zu betrachten als nur schwarz und weiß. Und das kann ein enormer Vorteil sein. So, womit fangen wir an? Diese Versuchungen, von denen ich eben gesprochen habe, die uns von unserem Weg abbringen können, weil sie uns versuchen, das sind die Dinge, die uns aus biochemischer Sicht oder aus spiritueller Sicht schnelles Glück verschaffen.
Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine ist, wir sagen, all diese potenziellen Versuchungen lehnen wir strengstens ab. Wollen wir nichts mit zu tun haben, lassen wir sein, packen wir beiseite, das ist böse, fassen wir nicht an. Jetzt gibt es allerdings immer wieder leider Fälle, um jetzt, ich will nicht immer das Beispiel nehmen, aber um jetzt zum Beispiel die katholische Kirche zu nehmen, wo gesagt wird, Sex, wir leben enthaltsam, gehören wir nicht, wir haben nur unsere Verbindung mit Gott, das reicht uns vollkommen aus und wir haben vielleicht ein inneres Verlangen, trennen uns aber mental, kapseln wir uns von diesem ab, von diesem biologischen Verlangen, trennen uns davon und die Folge davon ist leider das, was wir zuhauf wahrgenommen haben über die Medien, die schweren und grauenvollen Fälle von Kindesmissbrauch und Co., weil dieses Verlangen halt nicht gänzlich von der Hand zu weisen ist. Das heißt, und das ist meine These hier an dieser Stelle, es ist unter Umständen möglich, aus spiritueller Sicht, dass uns eine Sache, wo wir selbst glauben, wir sind cool damit, weil wir die vollkommen ablehnen, spirituell mehr beherrscht, als wenn wir einen gesunden Umgang mit derselben Sache haben. Das heißt, nur weil wir etwas nicht machen, heißt das nicht, dass wir spirituell nicht sogar mehr von dieser Sache beherrscht werden. Und das gilt es zu vermeiden, denn ein Indikator für wahre spirituelle Entwicklung ist nicht, dass wir alles bis zum Exzess und bis zum Umkippen machen. Auch nicht, dass wir Sachen, die wir eigentlich wollen, einfach mental abschneiden und uns davon limitieren und am Ende davon genauso beherrscht werden, wie wenn wir sie jeden Tag brauchen, weil sich den ganzen Tag unsere Gedanken um diese Sachen drehen, die wir vielleicht verteufeln. Beides ist nicht unbedingt der Way to go. Der Way to go ist, von diesen Versuchungen nicht abhängig zu sein. Das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist, wenn du von einem dieser Sachen, Alkohol, Sex, Drogen, Pornografie, irgendwelchen Sachen im Außen, in der materiellen Welt abhängig bist, dazu zählen vielleicht auch Reichtum, Geld, Autos, egal was, wenn du von irgendwelchen Sachen abhängig bist, trenne dich zuerst von dieser Abhängigkeit. Wenn du das alleine nicht schaffst, nimm dir bitte professionelle Hilfe. Es ist kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil, sich Fehler einzugestehen und Hilfe anzunehmen, auch professionelle Hilfe, ist ein Indikator für Mut und für Größe. Denn du wirst es kennen von deiner Oma, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und in dem Moment, wo du dir selbst eingestehst, dass du ein Problem hast mit einem dieser Sachen, ist es die halbe Miete. Ja, man sagt, der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Wenn diese Erkenntnis da ist, bist du ein ganzes Schritt weiter. Das heißt, Punkt Nummer 1, solltest du abhängig sein von einem dieser Sachen, trenne dich von der Abhängigkeit. Solltest du nicht abhängig sein davon, aber irgendwas davon ist ein Thema bei dir im Leben. Zum Beispiel, du würdest niemals einen Monat überleben ohne Fastfood oder ohne süße Getränke oder ohne Pornografie oder ohne mehrere Stunden Fernsehkonsum am Tag beispielsweise. Wenn das Themen von dir sind, dann musst du natürlich eventuell dir keine professionelle Hilfe nehmen, aber dann gilt es im zweiten Schritt zu schauen, dass du zum Herr wirst über diese Versuchungen im Außen und nicht Sklave von diesen Versuchungen im Außen bist. Denn immer, wenn wir Sklave sind von diesen Versuchungen im Außen, passiert Folgendes. Wir und unsere geistige innere Welt werden beherrscht von der materiellen Welt. Die materielle Welt gibt vor, was unser Geist macht. Bekommen wir einen Tag oder zwei keinen Zucker, keine Pornografie, nicht unsere Zigaretten oder sonst was, sind wir mentale Sklaven. Wir sind nicht mehr frei, weil unser Körper alleine schon physiologisch danach verlangt, nach diesen Sachen.
Wir sind wortwörtlich auf Entzug. Wir brauchen die. Und umso mehr wir brauchen, umso weniger sind wir frei. Und das ist eine geringere mentale Freiheit, ist, und da muss man kein Professor für sein an der Stelle, natürlich nicht förderlich für deine eigene spirituelle Entwicklung. Das heißt, Schritt Nummer 1, ich fasse das nochmal zusammen, trenne dich von Abhängigkeiten, wenn diese vorhanden sind. Schritt Nummer 2, wenn diese Abhängigkeiten nicht in einem Extrem vorhanden sind, sind sie wahrscheinlich graduell bei jedem mehr oder weniger da. Versuche, möglichst viel Herr zu werden über diese Versuchungen, anstatt Sklave zu sein von diesen Versuchungen. Und Schritt Nummer 3 ist das folgende. Arbeite weiterhin intensiv an deinem spirituellen Reifeprozess. Wenn du das tust, wenn du meditierst, wenn du Schattenarbeit betreibst, wenn du achtsam bist, wenn du in dich hineinhorchst, dann wirst du automatisch mehr Zufriedenheit von innen heraus bekommen. Und wenn du aus dir selbst heraus zufriedener bist, wird auf eine natürliche Art und Weise dein Verlangen nach dem äußeren Glück geringer. Du wirst weniger brauchen, weil du aus dir heraus bereits mehr hast. Und das führt dazu, dass du irgendwann durchaus auf alle möglichen Versuchungen im Außen, im extremsten Fall, nicht verzichten kannst, sondern sie einfach nicht mehr brauchst, weil du sie nicht mehr willst. Du verzichtest daraus, ohne dass du dich künstlich diese Sachen verdrängst und von denen distanzierst. Du tust sie nicht mehr, nicht weil sie böse sind, weil es auf Seite 417 steht und du das nicht machen darfst, sondern weil du erkannt hast, dass du bereits die Fülle in dir hast und diese Dinge nicht brauchst, um glücklich zu sein. Wenn das der Fall ist, dann brauchst du diese auf natürliche Art und Weise von innen heraus nicht mehr und nicht, weil es irgendwo steht, weil es irgendwer sagt, ein Guru, ein Trainer oder sonst was. Und das ist dann eine natürliche Entwicklung und die gilt es zu erreichen. Ich kann dir einmal, ich habe es schon öfter gemacht, aber ich weiß auch nicht, ob der Fokus gerade greift. Doch tut er. Du siehst hier auf dem Ring den Winkel und den Zirkel. Es gibt verschiedene Interpretationen dafür, aber eine ist, dass der Winkel für die materielle Welt steht, die irdische, und der Zirkel für die geistige Welt steht. Und was oftmals passiert bei ganz vielen von uns, dass wir zu einem sehr großen Teil in unserer geistigen Welt von der materiellen Welt beherrscht werden. Von Anerkennung von anderen, von Bestätigung, von Sachen, die wir brauchen, von Zucker, vielleicht von Alkohol, Nikotin oder anderen Sachen. Und umso mehr das der Fall ist, umso mehr beherrscht die materielle Welt die geistige Welt. Auf dem Prozess der spirituellen Entwicklung, auf der dritten Stufe, wenn wir uns selbst mit unserer spirituellen Entwicklung weiter beschäftigen, passiert Folgendes. Wir werden immer mehr lernen, mit dem Geist die Materie zu beherrschen. Und ich weiß, dass das für manche zu abgefahren klingt, irgendwie kann ich verstehen, aber da möchte ich ganz einfache Beispiele nennen. Wenn du beispielsweise abnehmen möchtest und sagst, ich kann das nicht, weil ich brauche das und ich brauche jenes und Fastfood und so weiter, dann beherrscht die materielle Welt deinen Geist. Du bist nicht frei, weil du etwas brauchst, um klarzukommen. Und wenn du das nicht bekommst, kannst du dich nicht mehr konzentrieren, fokussieren etc. Du bist schon mental wieder beim nächsten Burger oder bei der nächsten Zigarette oder bei dem nächsten Bier oder bei sonst was. Das heißt, du hast weniger mentale Kapazität, weniger Fokus, weniger geistige Flexibilität. Das gilt es zu vermeiden. Umso mehr du aber zu dir kommst als Folge der spirituellen Entwicklung, als Folge der Introspektion, der Innenschau, der Reflexion etc., umso weniger wirst du diese Sachen im Außen brauchen und umso mehr beginnst du mit deinem Geist die Materie zu beherrschen. Und das, was bei der Freimaurerei über Winkelmaß und Zirkel dargestellt wird, ist eventuell
gar nicht so weit von dem entfernt, was der Davidstern zum Beispiel im Judentum aussagt. Ein Dreieck, was nach unten zeigt, auf die Materie, ein Dreieck, was nach oben zeigt, auf die geistige oder die göttliche Welt. Eventuell ist das auch gar nicht so weit entfernt von dem christlichen Kreuz, wo wir eine horizontale Linie haben, die vielleicht die materielle Welt repräsentieren könnte, und eine senkrechte, die eventuell die geistige oder göttliche Welt repräsentieren könnte, mit dem Kreuz in der Mitte, wo sich die Achsen kreuzen. Und das sind offenbar Essenzen aus verschiedenen Religionen, spirituellen Richtungen, die es anzustreben gilt, uns hinzuentwickeln zu mehr geistiger Reife, zu mehr Geistigkeit im Allgemeinen, also zu mehr Identifizierung mit dem Geistigen und weniger Abhängigkeit mit dem Materiellen. Wenn du auf diesem Weg bist, wirst du feststellen, dass du automatisch auf dieser Suche ein Stück weit erfüllter wirst, ein Stück weit freier wirst, ein Stück weit glücklicher wirst. Und das ist das, worum sich dieser Kanal hier dreht. Also wenn du diese Themen spannend findest, verlinke ich hier oben eine Playlist über Spiritualität, vielleicht auch hier oder hier. Ich denke mal hier, ich weiß es nicht, du wirst es sehen. Und da geht es primär nur um solche Themen, nur um solche Inhalte wie bei Spiritualität. Und die Folge davon ist so mannigfaltig, es wirkt sich in so vielen Bereichen des Lebens aus, dass es schon gar nicht in Worte zu fassen ist, was es alles in dir bewirkt. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, ich habe keine Notizen, ich habe kein Skript, ich habe nichts aufgeschrieben vorher, ich gucke die ganze Zeit in die Kamera, manchmal gucke ich hier durch die Gegend aus dem Fenster, aber ich denke nicht nach, und das nicht, weil ich besonders klug bin oder sonst was, weil das bin ich nicht, sondern weil ich achtsam bin, weil ich im Hier und Jetzt bin. Und umso mehr du im Hier und Jetzt bist, umso mehr fließen Inhalte aus dir raus. Wenn ich jetzt anfangen würde, über die Zukunft nachzudenken, im Sinne von, oh, okay, das Video geht jetzt in etwa 20 Minuten, wenn ich mich jetzt verspreche, dann ist es kein One-Take, dann müsste ich schneiden, das wäre mega ärgerlich, bisher lief es doch ganz gut. Oder wenn ich denke, wenn ich in die Vergangenheit blicke jetzt gerade, obwohl ich hier jetzt eigentlich mit dir rede, und überlege, was für Patzer mir in der Vergangenheit unterlaufen sind und wie blöd das wäre, wenn mir das jetzt auch nochmal passiert, wäre die Wahrscheinlichkeit ungemein höher, dass mir so etwas passiert im Hier und Jetzt. Der Grund, warum das nicht passiert, ist, weil ich mich auf dich konzentriere, weil ich achtsam bin in dem Moment. Und das ist auch eine der Folgen der spirituellen Entwicklung, des Trainings, der Achtsamkeit, der Meditation und der Innenschau. Darüber hinaus noch ein letzter Punkt. Wenn du das machst, wenn du in dich hineinblickst, dann wirst du Sachen feststellen an dir selbst, die nicht unbedingt angenehm sind. Du blickst nicht in dich hinein und siehst da nur Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist toll und ich öffne mein Herzchakra und ole ole. Das wird nicht passieren, eher im Gegenteil. Du wirst Sachen und Seiten an dir erkennen, die nicht schön sind. In der Freimaurerei hat man das Bild von dem rauen Stein mit den Ecken und Kanten, die es abzuschlagen gilt, um diesen Stein zu verfeinern. Und genauso verhält es sich natürlich. Carl Gustav Jung hat gesagt, solange du die unbewussten Seiten an dir nicht bewusst machst, werden diese dein Leben bestimmen und du wirst denken, es sei dein Schicksal. Und auch hier, mir ist es wichtig, einfache Beispiele zu bringen, denn jemand, der vielleicht unglaublich cholerisch ist, aber nicht die Tiefe hat, sich selbst zu hinterfragen, wird vielleicht jahrelang denken, die anderen Menschen sind schuld, dass ich immer so ausraste. Solange er das denkt, weil er nicht in sich schaut, wird er aber auch das Echo zurückbekommen aus der materiellen Welt, aus der äußeren Welt. Vielleicht wird er keine echten Freunde finden, weil keiner ihm wirklich nahe kommen möchte, keine wahren Beziehungen aufbauen können. Vielleicht neigen Leute dazu, ihn vielleicht auch auszunutzen, weil wieso sollte jemand ihm was Gutes tun? Und solange wie er nicht auf sich blickt, wird er da weitermachen und als Folge davon das Echo bekommen. In dem Moment, wo er in sich geht, wo er sich reflektiert, wo er das erkennt, kann er sich verändern, kann er sich entwickeln, kann er seine Ecken und Kanten bearbeiten, kann er zu einem besseren Menschen werden und als Folge davon auch positivere, schönere Erlebnisse
aus der äußeren Welt bekommen. Und das ist der Moment mit einem einfachen Beispiel, wo es anfängt, dass die geistige Welt die materielle Welt beeinflusst. Das ist eine Entwicklung, die ich jedem empfehlen kann. Hat nichts zu tun mit Hokuspokus. Das ist etwas, was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann. Und ich habe es eben angesprochen. Mehr Videos darüber findest du hier oben in der Playlist. Sieh es dir gerne an. Wenn du Fragen hast, schreib sie hier in die Kommentare. Bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Und ich werde den Abend jetzt mit einem Bierchen beenden. Mach's gut. Bis dahin. Adios.